Hey Leute, was geht? Nerofrace am Start. Herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir sind hier im Skillbaum und wir können auch Fähigkeiten freischalten, habe ich gesehen. Ja, mit dem Schild nicht so. Eher mit der Leviathan-Axt. Und zwar das hier. Wenn wir schnell genug angreifen, wird bei jedem Treffer Frostschaden verursacht. Und wir sehen, dass wenn Gegner in der Luft sind und Frostschaden erhalten haben, dass sie halt noch länger in der Luft bleiben. Das ist ziemlich sick. Aber was gibt's da? Nee, das ist nicht so. Okay, das ist cool, das ist super. Aber machen wir erst. Ups. Holen wir uns das hier. Und danach will ich irgendwie das hier noch. Das sieht auch lustig aus. Frostschub. So. Atreus. Atreus. So. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Das ist immer mies. Man kann sich nicht anlegen. Mortal Kombat. Ja. Ja, da ich anlegen kann, was nicht schlimm ist, ist kein Ding so. Oh Mann, da müsste ich trotzdem. Hey, ich habe jetzt Kisten hinten gelassen. Das macht mich traurig. Folge der Anzeige auf dem Kompass. Ich bin dabei. Wie heißen die Typen in Italien, die diese Gondeln da so schieben? Gondler. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Salzwasser, junger Padawan. Also ich wünsche mir jetzt schon eine Fortsetzung für das Spiel. Seh der Neuen. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott. Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Können wir hier anlegen? Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Ja, wir sind Kratos, wir trauen uns alles. Die Axt kommt nicht zurück. Was ist das? Es ist die Weltenschlange. Sure.
Oha. Hey, da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. So, was machen wir? Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Nee, wir gehen zuerst. Die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Die lassen wir erstmal schlagen. Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass... Weltenschlange, wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass sie Jörmungandr, eine freundliche Riesin sei. Sie versuchte mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden, ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu sprechen. Dass sie die ganze Welt umspannt, ja, das stimmt, wer weiß. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Boah, Karte aktualisiert. So, wir sind hier. Was ist das? Dock, Todesinsel. Dock, Eisenbucht. Dock, Wachturm. Und da sollen wir hin. Geil. Drücken Sie L2, L2. Ja, ich hab's, also, Vortrag, ja. Okay. Oha. Oha. Oha, es ist ein Oha. One-Hit haben die mich gelegt. Ey, ich glaube, da gehen wir nicht lang. Also einer wäre noch machbar, denke ich, aber zwei. Zwei ist zu viel eigentlich. Nee, nee, nee. Also ich würde mich schon trauen, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit damit verbringen, zu sterben. Zum Wachturm? Hm. Hey, gehen wir mal hier zur Hauptquest. Danke, dass du mir hilfst. Ehrlich, dass es da Tipps gibt. So. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Hä? Jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Hey, Fische, geil. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Brocks Laden. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können.
wartet's ab. Ja. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Yggdrasil. Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Oh. Dann wollen wir dich mal versorgen. Talismane, Kneife und Zauber sind jetzt im Laden verfügbar. Ja, das verbessert Verrüstung, kostet Werte. Verbessert Werte, okay. Zauber. Zauber, Vitalität, Ablenkzeit und Kraft. Also gar nicht so teuer. Klauenköche. Nee, so ist okay eigentlich. Talismane verfügen über Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Ja. Okay. Armrüstung. Geil. Abwehr, Stärke und Abwehr. Ah, weniger Glück. Das hat so viel Nachteile alles. Ich weiß nicht wieso. Hüftausrüstung. Ich meine, seht ihr so viel zu viele Nachteile? Axtknopf. Kneife können in Griffe angebracht werden. Jeder Knopf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni je nach Vorgehen im Kampf. Kneife können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Guck mal, das hat nur Positives, das gefällt mir. 3 und 2, 1 und 4, 1 und 6, 3 und 3. 3 Stärke, 3 Glück, das wäre eigentlich... Ja, machen wir. Machen wir. Talisman. Macht. Das ist jetzt 4-4. Ihr werdet für einige Sekunden eine unbesiegbare Barriere, wenn Kratos gesunken hat auf einen Griff. Oh. Wir haben aber schon Talisman. Aber wir können es sogar verbessern. Frostflamme fehlt. Ja doch, ich glaube, das hier kaufe ich auch. Ja, ich denke, ich sollte es soweit. Doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Nee, danke mal. Da geht's raus. Schade, ich krieg die Teile nicht kaputt. Oh, gleich kommt bestimmt Gegner. Safe, das sieht einfach aus. Geil. Ich laufe da jetzt rüber. So, war klar. Atreus, fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Das ist deine Chance. Ja.
das Glück. Kommt ihr durch den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Bestiarum aktualisiert. Häscher. Sie waren einst gewöhnliche menschliche Häscher, aber die Seor-Magie scheint sie verdorben zu haben. Wann mag dies wohl geschehen sein? Was ist das? Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Schiffe könnte ich sie bestimmt lesen. Tja. Hab leider keine da. Aber ich hab Excel da. So, Wissen hinzugefügt. Hrungnir. Wie spricht man das aus? Hrungnir. Ein mächtiger Riese aus Frost und Stein. Anscheinend hat er einen großen Streit mit den Asen- und Warnengöttern. Er kämpft gegen Thor und anscheinend verlieren beide. Okay. Nehmen. Kaputt. Oh. Wir sollten wirklich mit einer Schiffre wiederkommen. Echt? Das ist schöne Dialoge auf jeden Fall. Hier, Junge. Noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Mehr als nur Mieten. Also, ja. Alle Jötner-Schreine finden. War's das schon? Ich dachte, es kommt so eine krasse Story. Die Weltenschlange erschreckt sich über alle Gewässer Midgards. Vielleicht ist sie nur groß genug, um Thor zu besiegen. Vielleicht ist nur sie groß genug, um Thor zu besiegen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir sie getroffen haben. Naja, willkommen in der Welt von Kratos. Das nehme ich mit, ich weiß nicht. Das sieht immer so aus, als könnte man irgendwas damit machen. Was ist das? Echt furchtbar. Gift. Ah. Ich glaube, das ist so ein sicherer Bereich, oder? Silber. Soll ich jetzt ernsthaft? Also wir sind da, wo wir angefangen haben. Oh, was ist das denn? Warum lädt denn das jetzt? Hey Leute, das ist komisch. Ja, das... Du... Yeah.
Yeah. Wurmvernichter, okay. Echt? Kann man da? Nö. Ey. Kann man nichts machen. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Deine Mutter nannte sie Hohnschlangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Hm. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Oh. Keine Ahnung, für was die Teile sind. Ich hoffe, wir finden es bald heraus. Ich bin auch jetzt schnurstracks der Hauptquest hinterhergelaufen. Das darf nicht sein. Vorland. Wow, wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein, er ist unbedeutend. Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass... du ihr was angetan Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Frey. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Ich werde... Oh. 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 Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Oh, Ablenkung kommt gerade recht. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Okay, was bringen die? Es gibt verschiedene Auferstehungssteine, aber Atreus kann jeweils nur einen tragen. Um einen anderen Auferstehungsstein zu kaufen, müssen Sie erst den Ausrüstung entfernen. Verwenden Sie im Kampf oder verkaufen Sie ihn in einem Laden, okay? Ein magischer Stein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie Viereck, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holt. Es kann jeweils nur ein Auferstehungsstein getragen werden. Machen wir, nehmen wir, immer her damit. Kann ich den jetzt immer... Nee, das kann niemals sein. Ah, das sind wahrscheinlich... Ich kann die nur einmal benutzen und dann... Gute Reise, ihr zwei. So, danke.
So, was geht hier irgendwie? Atreus, folge mir. Atreus. Level Pöbel. Oha. Ey, oha. Ey, ich hasse euch. Ich hasse euch. Wer feuert denn da jetzt schon wieder? Boah, es sind zwei. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. So. Das ist der letzte. Wer? Wo ist er? Warum sehe ich den nicht? Hey, was? Unsere Tod. Gegner sind stark. Aber wir sind stärker. So, ich meine, ja. Das war wieder ein Abenteuer für sich. Auf, das repariere ich noch. Ja, dann mach. Dämliche Laufrolle. Was stimmt nicht mit dir? Aber wo ist das? Warum kletterst du da nicht hoch? Das würde uns die Sache vereinfachen. Ja, aber war ja klar, dass es hier irgendwo ist, Leute. So. Gehen wir mal ratzfatz dahin. Und zack. Weicher, bla 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 bla. Aber? Ah, Mist. Wer weiß ich nicht. Meint der jetzt die roten oder meint der die blauen? Weil ich würde echt zu gern. Vielleicht wenn ich gekonnt.
Ey, das mit dem Werfen, das ist schon lustig. Ja, Atreus. So. Aber Leute, das wär's mit diesem Part. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten wieder, wenn es heißt Abschlachten von Monstern. Macht's gut und bis dahin, euer Nerofraze.